Willkommen zurück zu Darksiders 3. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Ja, hier ist Wulgrim und hinter uns ist dieses komische Tentakelwesen, das eventuell auch eine Todsünde ist. Wurde uns aber nicht als solches vorgestellt. Spielt aber jetzt auch aktuell keine Rolle. Wir müssen jetzt die nächste Todsünde suchen. Und wir wissen nicht, welches es ist. Wir wissen, dass wir mit den Engeln ja einen Pakt hatten. Oder haben. Und wir sollen uns um Wollust kümmern. Und ich glaube nicht, dass das Wollust darstellen sollte. Es sei denn, das ist vielleicht auch ein optionaler Boss. Macht aber auch keinen Sinn. Okay. Auf jeden Fall, Wollust ist immer noch so unser Main-Gegner. Wir haben hier jetzt ein neues Areal und sollen uns ja zum Schiff begeben. Zum Frachter. Das ist jetzt auch so ein bisschen unsere Aufgabe hier. Da haben wir schon mal ein Item. Ich finde es immer so merkwürdig, wenn es so verhältnismäßig ruhig ist, wenn man ein neues Areal betritt. Das ist nicht immer was Gutes. Meistens könnte dann irgendein Charakter vorgestellt werden. Oh, man kann hier hoch. Das ist natürlich lustig. Da habe ich nichts hinten dran. Kann ich von hier oben irgendwas aktivieren oder so, wenn ich hier schon hoch kann? Nö, ne? Nö. Da war dieses eine Item hier vorne. Und da komme ich rein. Ja gut, dann gehen wir mal runter. Zwischensequenz A. Besonders wollüstiger Ort, was? Hast du nichts gelernt? Der Schein kann trüben. Außerdem zeigt sich Wollust nie wie erwartet. Was genau hast du damit gemeint? Die Vorstellung von Sünden ist eine. Das Konzept der Wollust ist etwas ganz anderes. Vor allem das menschliche Konzept der Wollust. Verstehe. Wie zum Beispiel Lust auf. Such es dir aus. Die Menschen haben ziemlich viel Fantasie. Wollust erscheint jedem in anderer Gestalt. Das macht ihn so gefährlich. So gefährlich, Herrin. Auf keinen Fall. Aha. Müssen wir extrem aufpassen. Wollust erscheint jedem in anderer Gestalt. Na, ja, hier ist ein Item. Das war auch wieder ein bisschen zu easy. Da hinten waren wir, ne? Ja, genau, da ist die Brücke. Ja, krass. Schön, schön. Genau, Wollust erscheint jedem andere Gestalt. Ich bin gespannt, was es bei uns darstellen soll. Wollust, Wollust. Wüsste ich jetzt nicht. Also er könnte uns vielleicht in Gestalt unseres Pferdes. Ist immer das, was man am meisten begehrt? Oder ist es das, worauf man am meisten Lust hat? Hab Wollust. Ja, worauf haben wir denn Lust? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was das ergeben wird. Wir sollen jetzt hier aufs Schiff gehen. Guten Tag. Oh. Ist das jetzt schon Bossareal? Ach was, es gibt kein Dungeon oder sowas, sondern einfach direkt Bossfight. Okay. Sehr strange. Wobei, wir hatten ja Areal, aber da war ja auch ein Boss. Dieses Krakenvieh, aber es spielt tatsächlich wirklich nicht eine Rolle. Ich sehe hier diese Kristallwand schon wieder. Ich vermute einfach mal stark, dass wir nach Wollust, also nach dem Bosskampf, die Fähigkeit bekommen. Denn ich habe mir schon überlegt, es gibt ja... Oh Gott, nicht runterfallen bitte. Es gibt ja... Wo war es hier? Es gibt 4 Fähigkeiten. Also aktuell haben wir 2. Wir haben Flammen und Sturm. So, wenn wir jetzt mal überlegen, wann wir die Fähigkeiten jeweils bekommen haben, können wir ungefähr ausrechnen, wann wir die 2 kriegen. Denn wir haben nach der... Zwischen dem ersten und dem zweiten... zwischen der ersten und der zweiten Sünde haben wir 1 bekommen. Oder sagen wir mal nach der ersten. Dann nach der zweiten Sünde das zweite bekommen. Nach der dritten keins. So. Wir sind jetzt bei der vierten Sünde.
Und wenn ich so rechne, nach der siebten Sünde sollten wir sowieso keine Fähigkeit kriegen. Weil es macht keinen Sinn, weil dann ist das Game ja mehr oder weniger over. Ich denke auch nicht, dass wir nach der sechsten Sünde eine Fähigkeit kriegen, sondern davor, also nach dem fünften. So, das heißt, wir haben nach dem fünften und dann dementsprechend nach dem vierten Boss. Das wäre jetzt. Das heißt, wir sollten jetzt die nächste Fähigkeit kriegen nach diesem Fight und das sollte dann dieses blaue Ding wahrscheinlich wegmachen. Plus, wir können anscheinend hier rumkraxeln. Aber wir wollen jetzt mal zu Wollust. Errätst du, wonach mich gelüstet? Was gibt es in dieser zerrotteten Welt noch zu begehren? Macht. Ich hatte dich immer für die Schlaue gehalten. Schade. Wie komme ich zu diesem ausgesprochenen Vergnügen? Immerhin, ein Besuch von einem legendären Reiter. Ich habe hier nur eines zu erledigen. Müssen wir uns der Gewalt hingeben? Du besitzt bereits meinen Respekt. Dein Respekt interessiert mich nicht. Bloß dein Kopf! Jetzt komm, Fury. Ich bin kein Barbar wie die anderen. Nein, wir müssen uns nicht nochmal als Feinde begegnen. Erzähl das dem feurigen Rat. Der ist nicht hier, darum sage ich es dir, Königin der Reiter. Mächtig, bewaffnet mit der Flammenfähigkeit, einer Kreuzklinge, deiner legendären Peitsche. Ich trotze deinen Verlockungen, Wollust. Wirklich? Die Wahrheit ist oft verwirrend, wenn man nicht. Du sprichst, als wären wir von Natur aus Feinde. Warum muss das so sein? Ich kenne meine Rolle im Universum. Ich frage mich, ob du deine je hinterfragt hast. Du bist ein Reiter. Doch wieso? Hast du diese Wahl getroffen? Und wenn ja, gab es einen Grund dafür? Halt den Mund und kämpfe! Du weißt nicht einmal, wieso du kämpfst, oder? Kämpfst du für deine Brüder? Oh, natürlich nicht. Deine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist bekannt. Strebst du nach einer Art Gleichgewicht? Du glaubtest nie an das übergeordnete Wohl, bis es dir dienlich war. Nein, nein, nein. Mir beweist dein Tun eine ganz andere Lust auf Macht und Privilegien und Schutz vor dem unvermeidlichen Fall der Nephilim. Letztlich macht uns das zu Verbündeten. Nicht wahr? Halt dich zurück, Fury. Krieg? Was machst du? Was macht ihr alle hier? Sind wir nicht vier vereinte Reiter? Wir sind zur Bestätigung hier, dass die Mission erfüllt ist. Die Mission? Die anderen Sünden wurden durch meine Hand zerstört. Toter Krieg befreit und seinen Namen reingewaschen. Und vor allem haben wir eine große Verschwörung aufgedeckt. Was für eine Verschwörung? Himmel und Hölle haben heimlich zusammengearbeitet, um die Apokalypse früher als erwartet herbeizuführen. Der Feurige Rat hat uns entsandt, gemeinsam, um auf beiden Seiten Chaos anzurichten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Die Ruchlosen werden bestraft. Du meinst das alles? Wir sollen die Herrscher beider Seiten stürzen. Und da du dieses Ziel so unerschütterlich verfolgt hast, hat der Rat verfügt, dass du die Reiter anführen sollst. Du, Fury, wirst ein neues Zeitalter auf der Erde einläuten. Natürlich. Endlich ergibt alles sozusagen göttlichen Sinn. Ach, ja? Herren,
ist damit nicht alles, was du je wolltest, wahr geworden. Lass die Vergangenheit ruhen, Schwester. Heute leben wir, um dir zu dienen. Stets zu Diensten. Das ist nicht real. Was? Ach, im Versuch was fehlt. Du glaubst mich so gut zu kennen. Sehnst du dich nicht danach am meisten? Nach der Macht, andere so anzuführen, wie es dir beliebt? Was Illusion war, könnte schon bald Realität sein. Wenn du die Wünsche anderer beiseite lässt, kannst du dich auf dich konzentrieren. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Also, entscheide dich. Du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen! Macht verdient. Doch absolut. Okay, los geht's gegen Wollust. Und das gerade eben war sogar das aller... Oh no, what the hell, lass mich doch... Danke. Fähigkeit. War auch das allererste Mal, dass wir Hader gesehen haben. Den vierten der Reiter. Was mich sehr freut, Hader ist ziemlich cool. Auch gerade dargestellt worden, tatsächlich. Ach, komm schon. Okay, wir müssen heilen. Ein Erzengel, Ousiel, du schmeichelst. Ich werde dich töten, Wollust. Du wirst dich nie wieder erheben. Wir hatten einen Pakt. Halt dich zurück. Warum sollte er, wenn er weiß, dass ein Pakt mit dir nicht halb so reizvoll ist wie ein Pakt mit mir? Hör nicht hin! Ich kann deinen süßen kleinen Engeln wieder zu alter Pracht verhelfen. Ja, halte mir einfach dieses entsetzliche Weib vom Leib. Ousiel! Und wird es nicht herrlich sein, wenn du wieder mit ganzer Schar in die Himmelstore einmarschierst? Sei still! Und diesen verdorbenen Ort wieder zu Wahrheit und Gerechtigkeit führst. Deine Wahrheit, Erzengel Ousiel. Der Himmel. Dein Befehl. Wäre das nicht herrlich? Die siebte Legion. Gesund und munter in all ihrer Pracht. Unser Pakt ist annulliert. Nein, Ousiel! Wäre das nicht spaßig? Och, das ist doch jetzt auch nicht dein Ernst, oder? Furchtbar großzügiges Angebot, Fury. Sei klug und nimm es. Egal wie hoch du dich auch erhebst, wirst du nie sehen. Dürfte ich jetzt gerade nicht hitten? Doch. Okay, Doppelboss-Fight. Nice. Der Typ macht mich jetzt echt zu schaffen. Ich konzentriere mich erstmal auf sie. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. So, sie ist gleich down. Na ja, komm. Wollust. Nice.
Wer gab dir die Macht, die Toten zu erwecken? Die einzige Konstante im Universum, die mit der meisten Macht gieren unweigerlich nach mehr. Lust ist unvergänglich. Und was das Wehr angeht, wisse dies. Ich war nur eine Schachfigur. Ein Gefühl, das du sehr gut kennst, Fury. Die Engel, die dein Ross töteten. Auch Schachfiguren. Wer dann? Sag's mir! Die Spieler dieses Spiels werden sich mit der Zeit zu erkennen. Was, wenn ich dir noch etwas Kostbareres verrate? Verschone mich und ich sage dir, wo du meine Schwestersünde Neid findest. Und warum solltest du das tun? Aus welchem Grund sollte ich diese feige Heulsuse beschützen? Sie hat noch nie an vorderster Front gekämpft. Sie hat die Gräuel des Krieges noch nie erlebt. Sie ist die erbärmlichste von uns. Bring mich an den Rand von Haven und was du suchst, wird dein sein. Ein reizvolles Angebot. Doch ich bin es leid, dass deinesgleichen mich für dumm hält. Ich werde die anderen Sünden selbst finden. Im Grunde warst du nichts als eine endlose Leere, die nie gefüllt werden konnte. Wie enttäuschend. Beende es. Ich bin bereit. Ich denke nicht. Herren! Wollusts Machtverheißung ist berauschend. Mehr noch, wenn man so von Kummer erfüllt ist. Uziels Vergehen ist verzeihlich, dieses eine Mal. Ich begreife nun besser, was mit der Erde geschehen ist und was dadurch auf dem Spiel steht. Tod nützt mir nichts. Wenn wir überleben wollen, wir alle, sind Allianzen nötig. Eine Allianz? Mit ihm? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass du mir den Gefallen erwiderst. Vielleicht brauche ich ihn schon bald. Mein Wort mag nichts bedeuten, doch mein Leben gehört dir, Fury. Sollte ich von Intrigen gegen dich erfahren, werde ich dir davon berichten. Hast du gerade einen dreckigen Engel verschont? Würde dir bei erster Gelegenheit den Kopf abschlagen. Du willst doch eine Beobachterin sein. Du solltest es besser wissen. Bei unserer Mission geht es um das Gleichgewicht der Welt. Und um meins offenbar auch. Wollust hat mir gezeigt, was ich werden könnte. Und das will ich nicht sein. Und was willst du sein? Ich glaube, um das rauszufinden, bin ich hier. Und das war klar. Ich würde echt gerne näher auf den Bossfight eingehen und auf das, was wir jetzt alles gesehen haben. Doch das Spiel ist dafür noch nicht bereit. Ziemlich viele Zwischensequenzen aktuell und jetzt sind wir wieder beim Fürsten des Abgrunds, um unsere nächste Fähigkeit zu erhalten. Seltsam. Wirklich sehr seltsam. Mit jeder neuen Herausforderung beweist du mehr Tiefe. Was willst du? Du und ich, wir sind uns schmerzlich bewusst, welche endlose Parade uns die Geschichte aufzwingt. Kreaturen, die nur auf ein einziges Ziel aus sind. Doch diese Geschöpfe sind ironischerweise völlig bedeutungslos. Komm zur Sache, Fürst des Abgrunds. Es ist überraschend, nein, erfrischend, zu sehen, wie etwas in die entgegengesetzte Richtung steuert. In dir erwacht ein größeres Bewusstsein für die Schwächen, die dich in Ketten hielten. Schwächen? Soll ich sie aufzählen? Nein.
danke. Ich habe in letzter Zeit genug gesehen, um zu wissen, dass es viele sind. Und genau deshalb gebe ich dir dies. Wenn du es hältst, gehört dir grenzenlose Macht. Es vibriert in meiner Hand. Ich verstehe nicht. Wenn die Zeit kommt, wirst du wissen, wann und wie du es einsetzt. Nein, noch nicht! Der Typ ist auch sehr, sehr merkwürdig. So, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit erhalten. Wie ich es im Vorfeld schon mehr oder weniger angekündigt hatte. Weil das ziemlich logisch ist. Oder war. Sehr schön. Kraftfähigkeit. Klingt lustig. Drück LBA, um die Kraftgestalt zu aktivieren. Ach, wo wurde ich denn jetzt gedroppt? Das ist doch nicht wahr. Kraftfähigkeit. Oh, ein Riesenhammer. Und hier ist Vulgrim. Oh, ist nicht dein Ernst, dass ich jetzt nicht auf dem Schiff bin? Doch. Hier hinten dran ist wahrscheinlich der Bossraum. Okay. Ja, wollen wir erstmal den Boss so ein bisschen Revue passieren lassen. Und eigentlich wollte ich auch nach dem nächsten Boss hier Seelen ausgeben und alles. Und vielleicht nochmal zu Ultan. Bleiben wir mal kurz hier. So, Boss-Review passieren lassen. Das war Wollust. Wollust haben wir besiegt. Anfang des Fights, beziehungsweise vor dem Fight, haben wir die vier Reiter gesehen. Das war aber natürlich nur das, was Wollust uns hat sehen lassen. Das, was wir am meisten begehren. Das war eben der Anführer der Reiter zu sein. Und wir haben das allererste Mal Harder gesehen, der vierte Reiter. Ich glaube tatsächlich zum allerersten Mal in allen drei Teilen von Darksiders sieht man diesen Charakter. Und ich muss sagen, er wurde ziemlich cool dargestellt. Er hat sogar Wollust in dieser kurzen Traumvorstellung, sage ich mal, hat er Wollust sogar getötet mit seinen Schusswaffen. Das heißt, es wird ein Schieß-Charakter wahrscheinlich, der mehr mit Schusswaffen umgeht. Gefällt mir sehr gut. Bin ich schon mal gespannt, wie das oder wann das umgesetzt werden soll. Und das Ganze war ein Traum. Da haben wir gegen den Boss gefightet. Bei der Hälfte der Boss selbst war ziemlich einfach, würde ich jetzt behaupten. Also ich empfand ihn nicht als zu schwierig, um ehrlich zu sein. Dann bei 50% Leben kam eine zweite Instanz, da kam Uziel und dann war es ein 2 gegen 1 Bosskampf. Es hat vollkommen gereicht, Wollust zu fokussieren und somit den Kampf zu gewinnen. War somit eigentlich ziemlich einfach insgesamt. Wir haben jetzt die Kraftfähigkeit bekommen. Haben einen Hammer. Achso, gedrückt halten. An diese Kraft könnte ich. Und wir sind tatsächlich beim Bossraum. Warum hier hinten? Aha, okay, okay. Glühende Überreste. Nice, ein Level-Up. Ich verstehe jetzt zwar insgesamt jetzt trotzdem nicht, warum ein Vulgrim. Das war gerade weird. Ein Vulgrim sich hier hinten dran befindet, um ehrlich zu sein. Wir haben hier einen Thron. Können wir mal nichts mitmachen. Und generell ist hier nichts mehr zu erkunden, wenn ich es richtig sehe. Es macht deswegen für mich wirklich nicht viel Sinn, dass hier Vulgrim ist, weil am Anfang des Levels, was ja auch hier hinten dran ist, war auch ein Vulgrim. Ach, und wir haben jetzt als nächsten Boss wieder diesen Krakenvieh, anscheinend. Zumindest ist die Anzeige oben wieder blau. Haben jetzt eine neue Fähigkeit. Ich vermute mal, wenn wir den nehmen und aufladen, können wir wahrscheinlich diese lilanen Blob-Dinger zerstören. Bin noch gespannt, wann wir die Wand entlang laufen können. Ich denke mal, das wird jetzt auch mit dieser Kraft sein. Sehr interessant. So. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Lass dir Zeit. Erstmal schauen, was er hat. Ich denke mal, er wird wieder genau neue Artefakte haben. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall kaufen. Alle Seelen. Wie du willst. Sei gebeten. Moment. Wir machen erstmal was anderes. Frachtraum. Da befinden wir uns jetzt. Da waren wir ein andermal. Ziemlich lange her. Wir wollen jetzt erstmal
das war wieder falsch. Das ist richtig. Genau, wir gehen erstmal zu Ultan. Die Folge ist jetzt auch gleich zu Ende. Trifft sich ganz gut. Deswegen werden wir jetzt alle Lurcher-Haufen, die wir haben, werden wir komplett uns gönnen. Kaufen alle Artefakte. Also sprich die drei Engels und die drei Dämonen-Artefakte. Die kaufen wir und dann werden wir mit den restlichen Punkten komplett Level-Ups knallen. Dann gehen wir zu Ultan, lassen uns unsere Waffen soweit upgraden. Sei gegrüßt. Stimmt, wir haben ja jetzt auch einen Hammer bekommen, ne? Genau, finde ich aber nicht so geil, um ehrlich zu sein. Nee, da finde ich die Lanze besser. Also kann sein, dass ich mit dem Hammer jetzt gepanzerte Gegner irgendwie hitten kann, aber dann werden es auch nicht so viele sein vielleicht, mit gegen die ich kämpfen muss. Womit kann dir dieser bescheidene Händen? Dann kann ich mit leben. Jetzt haben wir 81%. War es nicht bei 79? Verstehe die Rechnung nicht ganz. Gut, wir wollen die hier alle komplett aufbrauchen, plus das Level-Up da unten. Ja, ist einiges. Zack, 44.000. Womit kann die Last dir Zeit? Eine kluge Entscheidung. Eine ausgezeichnete. Ich kann theoretisch jetzt auch Diamantspartgitter kaufen, um den Hammer auch schon mal auf plus 3 zu bringen, aber sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht ein, dass ich das mache. Soll ich das Ding kaufen? Einfach damit ich's hab? Nee. Beziehungsweise habe ich noch irgendeins, was ich hier reinsockeln kann? Ja, habe ich sogar. Dann passt es ja. So. Es sind echt gar nicht so viele Level-Ups, ne? Wir haben 32.000 und ein Level-Up kostet uns fast schon 9.000. Das ist, wenn ich Glück habe, sind es 3 Level-Ups. Ja. 6.000. Wie du willst. Ah, war jetzt nicht so viel, ne? Wir haben jetzt 4 Level-Ups und eins davon war sogar ein Level-Up-Dingens, was wir bekommen haben. So, ich glaube, hier können wir auf 500 hoch. Und der Rest auf physischen Schaden einfach. So, ob zu Ultan. Einmal ein bisschen upgraden und dann haben wir's. So, auf zu hämmern. Fury, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du weißt, was die Menschen dir zu verdanken haben. Du rettest nicht nur Leben, du rettest die Hoffnung. Lass mich das kleine Schmuckstück verstärken, das ich dir gab. Nice, Gnade des Reiters. Da möchte wohl jemand verstärkt austeilen, was? Wir erhöhen definitiv die Lanze. Der hat uns auch bei dem Bossfight gegen Wollust du ordentlich Verwüstung anrichten. Sehr gute Dienste geleistet. Eines meiner besten Stücke. Natürlich nicht für dich. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Ah, hier wäre ich lieber auf Leben gegangen. Naja. Nice, wir könnten das Ding komplett upgraden. Die Löcher werden mit dieser Waffe Objekte zerstört werden, weil das haben wir in der Peitsche drin. Und Gesundheitsregeneration pro Minute geht auf 75 hoch, das ist ziemlich geil. Aber das könnten wir machen. Und Verwundbarkeit, wenn wir ausweichen. Beziehungsweise nachdem wir ausgewichen sind, geht auf 25% hoch, krass. Brauche ich jetzt aber nicht upgraden, um ehrlich zu sein. Magieschadenverringerung, das wäre halt noch ziemlich nice, ne? Und hier haben wir physischer Schaden mit dieser Waffe und die Verringerung des physischen Schadens. Ja, 25%. Das ist halt auch geil, ne? Und noch 2 Engelsartefakte. Ist die Frage, ob wir jetzt das zuerst fertig machen sollen oder das hier.
Dann würde ich fast sagen, das hier, das bringt uns viel, viel mehr. Brauchen wir noch 2 Engelsartefakte. Ah, Essenz eines Auserwählten. Ach so. Das ist das eine Item, das wir mal vor längerer Zeit gefunden haben. Das haben wir auch nur einmal gefunden. Oh, das heißt, wir können nur 1 auf 5 bringen. Auf die letzte. Die letzte Instanz. Gut, wäre trotzdem das hier das Beste. Essenz eines Auserwählten. Das ist ja lustig. Das haben wir ziemlich früh im Spiel bekommen. Aber ich sehe, dass ich hier keine Dämonen-Artefakte brauche. Das heißt, ich kann auch irgendwas, was auf Dämonen ist. Wie das hier, könnte ich jetzt noch verstärken. Aber sieht nicht so geil aus. Was mache ich hier? Ja, bringt auch nichts. Ich finde, die Dämonen-Upgrades sind irgendwie die langweiligsten. Interessant. Viel Glück, Fury. Okay, er hat das hier verstärkt. Zornbelohnung bei Zornluschern. Plus 20% ist noch dazu gekommen. Aber gut. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? War hier oben nicht auch noch irgendwas? Hier oben war noch irgendwie so ein Geheimweg, oder? Oder waren wir da schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Ah, hier kann ich rüberspringen. Okay, das wird wahrscheinlich auch nochmal so ein kleines Bonus-Dingens sein, wo wir vielleicht nochmal 2 Items kriegen können oder vielleicht auch Artefakte oder sowas. Ja, ich denke, das können wir mal zu Beginn des nächsten Mals machen. Schauen uns hier nochmal ein bisschen um und werden dann die Story weiter verfolgen, sofern das hier nicht allzu lange dauert. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!